passiert hier erstmal Jugendschrecken. Sie ist ein bisschen schüchtern. Mag nicht so gerne. Unser Zwischenstopp im KG-Haus kurz vor dem Erawan-Nationalpark war optimal getimt, denn trotz der nicht zu unterschätzenden Größe des Orts waren wir komplett allein. Naja, fast allein, bis auf einen Angestellten, der sich um die Kanus und das Essen kümmerte. Wir waren vom 26. Februar bis zum 1. März dort und bezahlten insgesamt 130,53 €, was ungefähr 32 € pro Tag bedeutete, für einen kompletten Bungalow und gratis Kajakverleih. Der hat das wirklich nur für uns hingerichtet, ne? Der räumt das gerade alles wieder auf. Oh, Babys! Ja, hallo! Habt ihr uns gehört? Ja, hallo! Ja! Ja! Das sind unsere besten Freunde. Unsere einzigen. Ja! Das ist die süße Maus und das ist der Racker. Beide ja. Übersät mit schwarzen kleinen Tierchen. Aber zuckersüß. Die begrüßen uns immer. Freudestrahlend. Wer seid denn ihr? Seid ihr die Eltern? Die gucken ein bisschen skeptisch. Ja, die guckt auch ein bisschen so. Was macht ihr da mit meinen Babys? An diesem Tag standen zwei Ziele auf unserer Reiseliste. Zum einen der Sayok Noi Wasserfall und zum anderen die Lava Cave. Alleine. Ich finde, es riecht so gut immer. Ach, das hat mir irgendwie eine seltsame Farbe. Ich glaube, das ist einfach vom Mineralgehalt hier. Meinst du? Ja. Oh, hier läuft der Wasserfall auch ab. Ja.
Ey, da kommt einfach nur das Wasser runter. Der Sayok-Neue Wasserfall war einer unserer absoluten Highlights, da wir für ihn keinen Eintritt zahlen mussten und wenn man früh morgens unterwegs war, traf man auch keinen Menschen an. Als nächstes ging es für uns in den Sayok-Nationalpark. Doch wir mussten auch feststellen, egal wie gut man seine Reise plant, man konnte sich immer noch verfahren. Das ist wieder so eine "Wir kommen nicht den Berg hoch" Idee. Und das bedeutete meistens, dass man den ganzen Weg wieder zurückfahren durfte. Schließlich erreichten wir den Sayok Nationalpark. Finde ich jetzt aber nicht so schlecht. Hier finde ich super. Viewpoint. Guck mal, da kannst du was essen, Erik. Das wäre cool. Schließlich erreichten wir die Bat Cave. Ich gehe da trotzdem nicht rein.
komme. Equipment fehlte, mussten wir unseren Besuch abbrechen, da es in dieser Höhle keine Beleuchtung gab. Für diese atemberaubende Geräuschkulisse war dieser kleine Freund verantwortlich. Eine Zikade.